Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Auch wir begrüßen den Gesetzentwurf und werden ihm folglich unsere Zustimmung erteilen. Denn ohne eine Kompensation der Gewerbesteuerausfälle würde in den Kommunen alles zusammenbrechen. Diese Maßnahme ist also für alle Kommunen überlebensnotwendig. Doch wie sind wir hierhin gekommen? Der Grund ist, dass die CDU-geführten Landesregierungen der letzten 10 Jahre ihre Verantwortung gegenüber den hessischen Kommunen in sträflicher Weise vernachlässigt haben. Dort, wo eigentlich Landesmittel hätten fließen müssen, zeigte man sich stets erfindungsreich. Wenn möglich, überantwortete man den Kommunen Landesaufgaben, von denen man hätte wissen müssen, dass sie deren Finanzierung nicht stemmen können. Um nur ein Beispiel zu nennen, welches auch in Ihrem Gesetzentwurf Berücksichtigung findet, das Programm mit dem wohlklingenden Namen Starke Heimat Hessen, von welchem Sie nun zumindest die Ausgleichsbeträge ausnehmen. Das Gesetz steht aber genau in dieser Tradition. Dieses nährt sich ausschließlich durch die Beibehaltung der erhöhten Gewerbesteuerumlage, welche die Kommunen nun weiterhin an das Land abzuführen haben. Die Landesregierung wird jetzt natürlich darauf verweisen, dass die Mittel wieder zurückfließen. Wenn die Kommunen Glück haben, fließen ihnen die Gewerbesteuererträge tatsächlich wieder zurück, dies aber nur für landesseitig festgelegte Zwecke. Und das ist der Haken. Die Kommunen müssen mit ihren ureigensten Mitteln Landesaufgaben erfüllen und schwarz-grüne Projekte umsetzen. Letzteres bedeutet, dass in die Kommune hineinregiert und die kommunale Fiskalautonomie zunehmend ausgehöhlt wird. Dabei ist klar, die Kommunen funktionieren nur dann am besten, wenn sie mit finanzieller Leistungskraft und starker Fiskalautonomie ausgestattet sind. Die zunehmenden Eingriffe aus Wiesbaden rauben ihnen aber beides. Sie setzen zudem Fehlanreize gegen eine tragfähige und weitsichtige Haushaltspolitik. Letztlich machen sie den Kommunen, wie an den Entschuldungsprogrammen Schutzschirm und Hessenkasse zu belegen ist, zu Almosenempfängern. Entscheidend ist, dass die Kommunen auf diese Weise auch weiterhin keine Rücklagen werden bilden können. Umso mehr steht nun das Land in der Verantwortung. Darüber können in diesem Hause kaum Zweifel bestehen. Da wir ebenfalls hohe Ausfälle bei den kommunalen Umsatz- und Einkommensteueranteilen zu beklagen haben, ist auch nach Erstattung der Gewerbesteuerausfälle zu erwarten, dass viele kommunale Haushalte künftig Defizit um Defizit anhäufen. Insbesondere in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ist die Einkommensteuer oftmals die fiskalisch bedeutsamste Steuerart. Dadurch, dass viele der Kommunen in vergleichsweise geringes Gewerbesteueraufkommen verzeichnen, profitieren diese gleichzeitig weniger von der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle. Entsprechend hart schlagen dann Einbrüche bei den kommunalen Einkommensteueranteilen durch. Vor diesem Hintergrund macht uns eine weitere Entscheidung der Landesregierung große Sorgen. Am 30. März 2020 erging durch das Innenministerium in seiner Funktion als oberste Kommunalaufsicht der sogenannte Corona-Erlass. Dieser ermöglicht den Kommunen die Erhöhung des Höchstbetrages für Liquiditätskredite. Das süße Gift der Kassenkredite ist wieder da. Wir befürchten, dass nun alsbald alle Dämme brechen und wir in Kürze uns dort wiederfinden werden, wo wir vor Schutzschirm und Hessenkasse gestartet sind. Die Lage der Kommunen mag sich 2020 durch den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle erst einmal verbessern. Das eigentliche Problem wurde aber nur auf Landes- und Bundesebene verlagert. Unter den Flächenländern war im ersten Halbjahr 2020 für Hessen der im Jahresvergleich prozentual stärkste Rückgang bei den Steuerannahmen zu verzeichnen. Ob der Bund angesichts der anderen Flächenländer im Durchschnitt um 3/4 kleineren Steuerausfälle weiteren Bedarf für Kompensationsprogramme sehen wird, ist fraglich. Und wir haben heute auch gehört, wahrscheinlich wird es keine weiteren Kompensationsprogramme mehr geben. Das dem Finanzministerium verbliebene Pulver könnte sich somit schnell nur als Tropfen auf den heißen Stein erweisen. Im Moment ist jedenfalls keine Erholung abzusehen. Die Frage ist,
Was kommt danach? Insofern wäre es gut, den für die Bundesmittel aufzubringenden Eigenanteil Hessens durch Einsparungen im Landeshaushalt zu finanzieren. Würden Sie dies zumindest versuchen, Herr Finanzminister, wären wir voll und ganz bei Ihnen. Der Haushalt hat, wie wir alle wissen, viel, viel unnötigen Ballast. Klima, Gender, Multikulti. Suchen Sie sich irgendetwas aus. Große Potenziale, um den Rotstift anzusetzen. Doch wird nicht eines der betreffenden Produkte angefasst. Nein, stattdessen wurde durch die Landesregierung das zur Aussetzung der Schuldenbremse notwendige Quorum geschliffen, um so sich der leidigen Budgetrestriktion und der Kontrolle des Landtages zu entziehen. Und noch eins sollten Sie bedenken. Das Geld kommt weder vom Bund, noch kommt es vom Land. Das Geld, das hier kommt, ist das Geld jedes einzelnen deutschen Steuerzahlers. In Folge werden nun immense Schulden angehäuft und immer neue Maßnahmen mit fraglichem Corona-Bezug, aber dafür mit umso größerer programmatischer Nähe zum grünen Koalitionspartner aufgelegt. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen. Doch diese werden von Ihnen anscheinend nicht bedacht. Oder welche Antwort wollen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern in 20 oder 30 Jahren geben, wenn Sie ihnen diese Frage stellen, warum haben Sie uns das angetan? Dann werden Sie, meine Damen und Herren, keine Antwort darauf wissen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.